sind dann schon Patrick. Yo, was geht ab, meine Freunde? Patrick hier am Start zusammen mit Meti. Yo, was geht ab? Und ihr könnt sehen, wir haben heute ein Auswärtsspiel, Freunde, in Güllesheim beim Tabellenführer. Und ja, das wird auf jeden Fall ein richtig hartes Spiel. Der Meti wird gleich was dazu sagen, Freunde. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was wir hier heute reißen können. Hashtag Ellinger Jungs hier. Genau. Hashtag Ellinger Jungs. Wäre natürlich geil, Freunde, wenn ihr wieder 10.000 Likes knackt auf dem Video hier. Wir haben heute nichts zu verlieren. Wäre geil, wenn ihr uns mit eurem Support weiter unterstützen könntet. Und Meti, wer ist heute der Gegner? Ja, genau. SV Güllesheim ist sogar ein Ex-Verein von mir. Da habe ich ein halbes Jahr gespielt. Und es ist, sag ich mal, in der Klasse so das größte Derby für uns, weil die beiden Vereine gemeinsam in der Jugend eine Spielgemeinschaft haben. Das heißt, eigentlich so jeder, der so gegeneinander jetzt spielt, hat irgendwann mal zusammengespielt. Also das ist schon was Besonderes, finde ich, so dass man zusammen groß geworden ist und jetzt gegeneinander spielt. Der Patrick kann es jetzt vielleicht nicht so ganz nachvollziehen, weil der ja zu uns gekommen ist, aber es wird ein spannendes Spiel. Also wir hoffen auf ein gutes Spiel, wir haben nichts zu verlieren, auch wenn es der Tabellenerste ist. Ist nur eine Chance, heute was zu holen und deswegen geben wir alles. Wir sind uns gleich auf dem Platz wieder. Ciao. So, da sind wir auch schon, Freunde, die Mannschaften laufen ein und ihr könnt sehen, die Vorzeichen konnten nicht unterschiedlicher sein vor diesem Derby. SV Güllesheim auf Platz 1 ohne Niederlage, überzeugende Tordifferenz und diese Mannschaft hat letztes Jahr knapp den Aufstieg in der Relegation verpasst. Also es läuft richtig bei den Jungs und wie gesagt, man kennt sich, deswegen haben wir hier auch die Aufstellung des Gastgebers auch in einem 4-2-3-1. Einige Gesichter konnte ich jetzt nicht auf Anhieb finden, aber ist ja auch cool, jetzt die Gegner mal zu sehen. Und lustigerweise spielt der Mika auf der 6. Der Etem ist sein Bruder, der ist vor der Saison zu uns gewechselt. Also ein Brüderduell hier auch noch. Dann noch Durin, Sergen, Fabi, Emra. Alles Jungs, die man kennt bei uns. Unsere Startaufstellung sieht folgendermaßen aus. Ich spiele hinten drin, Max und der Stabs in der Innenverteidigung. Der Jules rechts hinten, der Lars links hinten. Jones und Pat auf der 6. Silvan spielt rechts, Patrick links, Etem auf der 10 und der Memo vorne drin. Lustigerweise spielt der Silvan auch gegen seinen Ex-Verein. Also drei Leute, die schon mal beim SV Güllesheim gespielt haben. Also ein ganz besonderes Spiel für uns. Und die Bank mit Carsten, Stefan, Phil, Ole, Sascha und unserem Coach, dem Björn. Und ihr könnt sehen, ich habe hier im Kreis nochmal die Ansprache ein bisschen übernommen und habe versucht, uns da auf das Spiel einzustimmen. Und wir waren richtig gut drauf. Wir wollten, Freunde, auch wenn es ein schweres Spiel war, wir wollten zeigen, was wir drauf haben. Und hier stoßen wir auch an. Und es war ziemlich schwer. Also Güllesheim hat gut Druck gemacht. Hier können wir schon in der 5. Minute sehen. Silvan versucht da aus der Ecke rauszukommen. Wir können den Ball nicht vernünftig klären. Der Ball kommt zu Sergen. Der zieht ab. Und das ist die erste Chance für Güllesheim in der 5. Spielminute. Und der ging, ja, sag ich mal, nicht knapp, aber auch nicht so weit am Tor vorbei. In der 7. Spielminute, Eckball für Güllesheim und das ist ein richtig guter Kopfball und der Jules steht genau dort, wo er stehen muss, denn am Pfosten. Sonst wäre er eingeschlagen, ich war schon geschlagen, ich war da nicht mehr dran. In der 12. Spielminute, ein klasse Ball in den Lauf von Durim und da konnte ich parieren, Freunde. Und zwischen mir und Durim, das erste Mal, dass wir gegeneinander spielen und ich kenne ihn schon jahrelang, also richtig guter Junge und hat auch schon 9 Saisontore, Freunde. Brandgefährlicher Spieler. Hier spielt Güllesheim in der 26. Spielminute sehr gut durch und ich kann wieder den Ball parieren. Und der ein oder andere wird jetzt schon gemerkt haben, die Glückskäppi ist nicht on point. Ich habe sie in der Kabine vergessen, Freunde. Ja, richtig bitter. 29. Spielminute, langer Ball von mir und unsere erste Mini-Chance entwickelt sich da. Patrick kann den Ball behaupten, legt ihn ab auf Jones und der Schuss ist leider nicht ganz drauf. Er ging aber, ja, nicht deutlich, aber relativ deutlich vorbei. Aber unsere erste Annäherung. 31. Spielminute. Wir mussten viel mit langen Bällen agieren, weil unser Spielaufbau nicht gelang. Hier zieht der Patrick nochmal ab. Der Volley natürlich schwer zu nehmen, aber besser als in einen Konter zu laufen. Und wie gesagt, unser Spielaufbau war behäbig. Also wir hatten viele Probleme. Hier tankt sich Memo durch, will den Ball reinspielen, aber dieser wird abgefangen und geklärt. Und jetzt passiert was Kurioses, wie beim Ping-Pong. Der Ball hin und her, Straps will den Ball zurückspielen, trifft den Ball nicht richtig. Jetzt kurz nicht die Kamera drauf, aber dann ist der Stürmer durch. Klasse Abschluss mit links, außerhalb vom 16er, knallhart, unten rechts ins Eck. Und leider liegen wir schon wieder hinten. Also mit Rückständen haben wir es diese Saison. 33. Spielminute und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir mit einem 0-0 beim Tabellenführer in die Pause gehen, dann kommen wir auch richtig, richtig motiviert aus der Kabine. Es war schwer, es war auf keinen Fall unverdient. Und hier ein Fehlpass, Patrick kann den Ball, ja, erobern, spielt den Ball auf Memo. Und jetzt
ergibt sich die Lücke, dass er jetzt abschließen kann. Das tut er auch. Der Ball wäre wahrscheinlich klar vorbeigegangen. Aber es gibt einen Eckball, der gefährlich werden sollte. Dieser wird von Jonas geschlagen, sehen wir jetzt hier nicht. Aber der kommt auf den kurzen Pfosten und seht mal, wie knapp der über die Latte geht. Unglücklich geklärt, aber ja, das war, sag ich mal, unsere größte Chance in der ersten Halbzeit. 37 Spielminuten, der Ball kommt auf den Patrick und dieser wird gefoult und die Position ist gar nicht mal so schlecht. Also da müssen wir nochmal genau hingucken. Ich glaube, das kann man pfeifen, ist vielleicht eine harte Entscheidung. Silvan und Jones stehen dann auch schon bereit für diesen Freistoß. Jonas nimmt ihn und bringt ihn aufs Tor. Schmidte kann ihn abwehren und Jules kommt leider nicht zum Abschluss. Und da wollte er auf keinen Fall in den Tormann reingrätschen. Man kennt sich halt und man muss sagen, es war wirklich eines der fairsten Derbys, die ich so bis jetzt gesehen habe zwischen Güllesheim und Erling. Also nochmal Grüße raus an die Güllesheimer. Hier setzt sich der Kevin außen durch. Ich kann ihn parieren, leider nur in die Mitte. Und da ist Gott sei Dank der Atem und ich habe da nochmal reklamiert, dass es ein Foul ist, aber wurde Vorteil gegeben. Da ist der Jonas, spielt den Ball auf den Memo und der Ball kommt leider ja nicht an. Aber wir machen weiter, 40. Spielminute und jetzt kommt der türkische Brasilianer, Freunde. Bam, bam, geht der Bomber vom Bosporus an drei Mann vorbei. Spielt ihn auf Atem, der ja ein bisschen zu hektisch abgeschlossen, aber sonst eine relativ gute Aktion. Wenig später kommt es zu einer unschönen Szene, Freunde. Das ist Patricks Verletzung. Und wir haben uns das einige Male jetzt angeschaut. Wir wissen nicht, wie das jetzt passiert ist. Kein Vorwurf an Felix, den Gegenspieler. Und Patrick weiß es auch nicht genau. Also ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeguckt. Es ist ein Fall für Galileo Mystery, Freunde. Wir wissen nicht, wie Patrick sich da was an der Wade geholt hat. Es ist echt kurios, aber leider war es so krass, dass er raus musste. Es ging gar nichts mehr. Er musste ins Krankenhaus. Und an dieser Stelle nochmal gute Besserung an meinen Kumpel. Also wir schauen nochmal drauf, irgendwie beim Auftreten. Also beim letzten Schritt mit dem linken Fuß muss da was passiert sein. Aber es ging weiter. Zweite Halbzeit, 52. Minute. Und da ist der Durum am Ball. Und er ist einfach richtig gut am Ball. Ihr könnt es hier nochmal sehen. Er spielt den Ball quer auf den Kevin. Und der Ball kommt ziemlich zentral. Ich lasse ihn in die Mitte prallen. Das war nicht so gut. Wir können den Ball nicht klären. Durum kommt wieder an den Ball und geht wieder ins Dribbling. Und das ist ein Stück weit zu einfach. Er sucht den Abschluss und ich bleibe lange stehen. Kann den Ball über die Latte lenken. Und ja, 2 Minuten später haben wir dann wieder Güllesheim am Ball. Ein langer Ball, ein bisschen Chaos. Wir klären den Ball wieder in die Mitte. Und jetzt weiß ich aber nicht, warum der Schiedsrichter da auf Freistoß Güllesheim entschieden hat. Ich weiß nicht wieso, weil wenn wir sowas schon pfeifen, dann können wir auch ja, Ballett tanzen gehen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum da gepfiffen wurde. Und dann sind wir ein bisschen schläfrig, Freunde. Ein Pass, ganze Abwehr ausgehebelt. Felix steht vor mir, hebt ihn über mich und das Ding ist drin. Echt schade, denn wir waren motiviert aus der Kabine gekommen und hatten uns nochmal heiß gemacht, denn nur 1-0 beim Tabellenführer, das konnten noch nicht so viele Mannschaften von sich behaupten diese Saison. Und hier sehen wir es nochmal mit einem Pass in die Schnittstelle, da haben wir wirklich gepennt, alle Mann von vorne bis hinten. In der 59. Spielminute geht's dann weiter. Natürlich, die Köpfe waren ein Stück weit unten, man hat sich so viel erhofft, nachdem es nur 1-0 stand. Und ja, hier fast ein missglückter Rückpass bzw. Klärungsaktion von Straps. Ich kann das nochmal ja gerade biegen bzw. konnte noch abstoppen von meinem Lauf. Und ja, das war wieder eine gute Chance für Güllesheim. Und ja, Tabellenführer, wenn man die dann spielen lässt, wird es dann natürlich ganz schwer. Memo verliert hier leider den Ball, Felix ist am Ball und der lange Ball kommt richtig stark auf die linke Seite. Und im 1 gegen 1 kann ich da nochmal parieren. Das war ziemlich glücklich, dass wir da nicht das 3-0 kassiert haben. Er ist immer noch am Ball, der Gegenspieler. Und jetzt schließt er nochmal ab, aber wir können den Ball blocken. Und hier muss ich wieder sagen, ich weiß nicht, warum da gepfiffen wird. Und ihr könnt meine Reaktion am rechten Bildrand sehen. Ich weiß nicht, wieso. Also, das ist kaum Körperkontakt für mich. Der Freistoß kommt, ich kann ihn parieren und knalle danach volle Lotte an den Pfosten, Freunde. Ich habe jetzt immer noch so eine Beule, dass mir meine Snapbacks nicht mehr passen. Das heißt schon was, wenn mir meine Kappen nicht mehr passen. Also, es tat richtig weh, mir war auch ein bisschen schwummrig vor den Augen, aber es ging natürlich danach weiter. Wir schauen nochmal drauf, das ist das 3-0. Ja, relativ gut geklärt. Ich hätte ihn über die Latte lenken müssen eigentlich. Knalle dann an den Pfosten und konnte danach, wäre wahrscheinlich auch zu langsam gewesen, wäre ich nicht rechtzeitig oben gewesen. Leider kassieren wir das 3-0. Aber jetzt kommen wir zum schönen Teil für uns, denn der Lars spielt den Ball in die Mitte. Da ist der Max und der fasst sich ein Herz und Wattenbums aus 35 Metern, Freunde. 3-1, 82. Spielminute. Das war vielleicht, ja, das schönste Tor am heutigen Tag.
Und der hat sich richtig krass nochmal gedreht. Ich habe mit Schmidt nochmal gesprochen, das sah von hinten so ekelhaft für ein Torwart aus. Wir schauen nochmal drauf, denn der ist erst nach links gegangen, Schmidt macht den Schritt und der hat sich komplett weggedreht. Also, Max, Hut ab, das war ein schöner Schuss. Hätten wir vielleicht ein bisschen früher gebraucht. Und ja, 83 Spielminute, wieder ein Freistoß, wieder passen wir nicht ganz auf. Und Durim, 1 gegen 1, aber nicht mit mir, Kollege. Und das hat er sich dann auch gedacht, oh Mann. Denn ich habe lang gewartet, ich habe mir schon gedacht, dass er auf seinen starken linken Fuß gehen will. Und ja, habe ich gerochen und ja, konnte somit noch ein Tor verhindern, glücklicherweise. Dann haben wir die 86. Spielminute, der Silvan wollte, dass ein Schrei drin ist, Freunde. Und ich meinte nur so, da hat man schon gemerkt, das ist so eine freundliche Atmosphäre zwischen diesen Teams gewesen an diesem Tag. Meinst du, das Schreien hat er hier gelernt. Wir gehen in die 89. Spielminute, sehr gut durchgespielt auf der rechten Seite. Sergen steht vor mir und ich kann nochmals mit Fuß parieren. Und da war ich echt überraschend schnell oben. Kenne ich gar nicht von mir. Okay. Und in der Nachspielzeit, Freunde, nochmal die Chance für Güllesheim. Klasse Hackenpass. Und da bekommt der Durim sein Tor heute. Ich hätte mich gefreut, wenn er an diesem Tag nicht getroffen hätte. Saisontor Nummer 10 für meinen Kumpel und das macht er halt gut. Die Ecke konnte ich noch erahnen, aber der Abschluss oben links ist natürlich auch nicht schlecht gemacht. Das war dann auch das Spiel, Freunde. Es geht 4:1 aus. Unser nächstes Spiel findet am Sonntag statt. 16 Uhr in Straßenhaus gegen die SG Vettelschoss. Und jetzt schauen wir auf die Tabelle. Diese sind Tabellenzweiter. Das wird natürlich nicht einfach, aber dennoch ist es eine Aufgabe, die man versucht zu meistern. Und es ist noch nichts verloren, ihr könnt es sehen. Und dadurch, dass der Patrick im Krankenhaus war, haben wir heute kein gewöhnliches Outro. Jedoch waren so viele von euch am Sportplatz, Freunde. Wir möchten uns nochmal vom ganzen Herzen bedanken. Es ist unglaublich. Euer Support ist echt krass. Und ich zeige jetzt einige Bilder. Und es waren teilweise Leute wieder aus Lüdenscheid da. Und die T-Shirts, überragend. Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Demnächst kommt auch unser eigener Merch raus, Freunde. Also ihr könnt gespannt sein. Wir sind an einigem dran. Und euer Support ist echt unglaublich. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Haut rein, macht's gut und ciao.